Das, worüber wir hier gesprochen haben, das waren Straftaten. Aber sexuelle Belästigung beginnt ja viel früher. Sie passiert auch nicht nur Supermodels, sondern allen Frauen. Aber wo ist die Grenze? Was ist noch unbeholfenes Flirten und was geht gar nicht mehr? Wir haben ein Experiment gemacht, in dem wir jeweils Männer und Frauen mit Situationen konfrontiert haben, die tatsächlich so passiert sind. Und an diesem Experiment können Sie zu Hause auch teilnehmen. Während des Films können Sie in der ProSieben-App bei jeder Szene, die Sie sehen, abstimmen, wie Sie die Situation empfinden. Und dabei müssen Sie einfach immer nur nach links swipen. Ich hoffe, ich habe das jetzt anständig erklärt. Ja, gut. Wir haben dort schon seit gestern eine Umfrage laufen, nämlich die Frage, haben Sie in Ihrem Umfeld schon einmal Erfahrungen mit sexueller Belästigung gemacht? Und das haben Sie bisher geantwortet. 44% sagen, ja, das habe ich tatsächlich so erlebt. Hinter mir? Ach da, Entschuldigung. Ja, so, noch nie, 39. Und jemand in meinem Umfeld, 17, also leider doch die Mehrheit. Das hätte ich jetzt so eigentlich nicht sehen wollen, ehrlich gesagt. Mhm. Gut, was Sie gleich zu dem Experiment sagen, das besprechen wir gleich. Ich kann Ihnen nur sagen, es wird spannend. Nahezu jede Frau hat so etwas schon erlebt. Sag mal, trägst du überhaupt darunter Unterwäsche? Vielleicht ein kleines Küsschen? Das geht mir zu schnell. Also ich bin sprachlos, ja. Ich bin richtig entgeistert. Habe ich selber auch genauso schon mal mitgemacht. Sexuelle Belästigung. Das ist übel angemacht zu werden oder ungefragt berührt. Ob bei der Arbeit, zu Hause oder beim Date. Macht mich auch direkt wütend. Ich hatte noch nie in meinem Leben einen Job, wo mir so eine Situation nicht passiert sind. Das ist natürlich ein No-Go. Sowas regt mich auch auf, das geht gar nicht. Wir haben 5 Männer eingeladen. Ihnen zeigen wir Szenen mit Belästigungen und sexuellen Übergriffen. Auch 5 Frauen sollen uns ihre Gedanken zu den gezeigten Situationen erzählen. Die Szenen sind real so passiert und der Opferhilfe oder Anwälten so gemeldet oder angezeigt worden. Nebenan verfolgt Viola Butzlaff die Diskussion. Sie ist Sexualwissenschaftlerin und arbeitet für den Frauennotruf Leipzig. Dort hat sie täglich mit sexualisierter Gewalt zu tun. Männer und Frauen schauen sich 3 Filme getrennt voneinander an. Hallo, hallo, die neue Nachbarin? Ja, ich bin neu. Ich bin Peter, der Hausmeister. Ich wohne hier direkt im Erdgeschoss. Wir sind quasi Nachbarn und den Karton, den kannst du mir gleich mal geben. Nee, danke, das geht schon, das ist... Ach, na, das ist doch mal eine schöne Wohnung, ne? Hm. Gefällt mir richtig gut. Sag mal, die ist auch echt schön genug für 2. Nee, die ist genau richtig für mich alleine. Danke fürs Hochtragen. Ich krieg jetzt auch noch gleich Besuch und muss noch was ausräumen, deswegen... Hey, kein Problem. Du, und falls du irgendwann mal wieder jemanden brauchst, einen starken Mann, ne? Ich wohne unten im Erdgeschoss. Wir wohnen jetzt so richtig schön nah beieinander. Alles klar. Umziehen direkt wieder, neue Wohnung. Oh, es ist so unangenehm einfach. Nichtsdestotrotz würde ich dann sagen, okay, wenn er mir die Kiste abnimmt und hoch in den Flur bringt und vor meiner Tür abstellt, dann wäre das für mich auch noch in Ordnung gewesen. Aber ja, dann diese Sache mit in die Wohnung rein und für 2 und ja, dieser unterschwellige Ton, das fand ich sehr unangebracht. Aber das mit den Kisten, das sehe ich tatsächlich sogar ganz anders. Also ich möchte nicht, dass irgendein Kerl mir eine Kiste hochträgt. Was ich auch immer interessant finde, ist der Gedanke, so ein Typ wie der, ne, wenn da ein Mann gewesen wäre, der das Auto ausgeräumt hätte, dann hätte er sich nicht so verhalten. Für die Frauen ist die Situation hier schon bedrückend. Aber was sagen die Männer dazu? Ja, sehr unangenehm. Also, also geht gar nicht. So, ja. Es wirkt so wie, als ob jemand auch so versucht, dann so einen auf den Macker zu machen, ja, aber so ganz gestellt, richtig so, ja, komm her jetzt, ja, Wohnung für 2, voll geil, so, es ist richtig peinlich. Das ist halt super tief verankert und super tief verwurzelt bei ganz vielen Männern, dass es eben genau in solche Richtung geht, dass es eben irgendwie so eine krasse Identität ist, sich darüber zu, also, sich darüber zu zeigen, dass ich jetzt stark bin, dass ich der Frau überlegen bin. Ja, ja, aber es ist so offensichtlich unsympathisch. Wie die Geschichte weitergeht, sehen sich die Männer und Frauen weiterhin getrennt an. Was zum?
die Handwerker da sind, dauert das ewig. Und diesen Hausmeister holen. So. Naja, dann gucken wir uns das mal an hier, okay? So, das scheint hier doch einfach nur die Manschette ein bisschen locker geworden zu sein. Also das kriegt man doch eigentlich auch selbst hin, aber naja, für sowas hat man eigentlich einen Mann im Haus, ne? Okay. Das sieht doch gut aus, ne? Wenn es um Rohre geht, da kenne ich mich aus. Das ging ja schnell. Kein Problem, ist auch mein Job. Aber ein bisschen was verdient habe ich mir schon, hm? Vielleicht ein kleines Küsschen? Ja, nee. Ich glaube, du gehst jetzt besser. Ich glaube, ich würde direkt die Hausverwaltung anrufen, mich beschweren. Auf jeden Fall. Ich würde dann wieder denken, ach Mensch, jetzt jemand bei der Hausverwaltung ankacken. Darf man das? Aber doch, ich denke in so einem Fall. Tatsächlich hatte ich auch schon die Situation mit einem Handwerker, der bei mir zu Hause war und irgendwie mir unangenehm wurde. Auch noch total besoffen. Und ich war ganz alleine zu Hause. Und ich habe dann, als der nächste Handwerkertermin anstand, tatsächlich einen Freund von mir gebeten, mit mir in der Wohnung zu sein. Fast alle weiblich sozialisierten Menschen haben Erfahrung mit sexueller Belästigung und das macht was mit denen. Das heißt, wenn man so einen Blick irgendwo spürt, also man wird auf eine bestimmte Art angeguckt, dann hat man manchmal auch schon die Assoziation, was folgt danach. Was wohl die Männer über diese Situation denken? Ja, unangenehme Situation, die eine ganze Reihe unangenehmer Fragen aufwerfen. Colleen Ullmann-Fernandes ist weiter bei uns. Und man muss in dem Fall sagen, weil sie leider zu diesem Thema eine Menge zu sagen hat, wegen der schlechten Erfahrung, die sie gemacht hat. Claudia Midolo ist noch bei uns. Sie ist Inhaberin einer großen Modelagentur, hat 1000 Models unter sich. Und bei uns ist Strafverteidiger Alexander Stevens, der auf Sexualdelikte spezialisiert ist. Er sagt, man kann Sexualität nicht in Schwarz und Weiß einordnen. Und deswegen tut sich auch der Gesetzgeber so schwer, zu Regeln zu kommen, die für beide Seiten annehmbar sind. Also, Colleen, gibt es so ähnliche Situationen, die du auch schon mal erlebt hast, wo du denkst so, boah, das ist echt bäh? Leider ja. Also ich habe mal eine Zahl gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber dass ungefähr 97% aller Frauen schon mal Opfer von sexueller Belästigung geworden sind. Und deswegen war natürlich auch unser Film Männerwelten so wichtig, dass man eben aufzeigt, hey, so geht es nicht weiter. Und das waren die 15 Minuten von Joko und Klaas. Genau, die 15 Minuten von Joko und Klaas kann man sich, glaube ich, auch noch bei prosieben.de anschauen. Also ein sehr, sehr wichtiger Film, wie ich finde. Und bei mir war das damals so, in meinem Schulpraktikum, ich glaube, ich war um die 12, 13, war es so, dass mein Chef, mit dem ich die meiste Zeit alleine war, sehr viel über Sex reden wollte. Also es ging den ganzen Tag immer so, dass er über irgendwelche Sexstellungen sprach und dann fragte, und hast du das auch schon mal gemacht und gefällt dir dieses und gefällt dir jenes? Und das Schlimme war damals, dass ich früh angefangen habe, mich zu bewerben, aber eben nur Absagen bekommen habe. Und dann habe ich 2 Tage vor Beginn des Praktikums nur eine einzige Zusage bekommen. Und dadurch hatte ich einfach das Gefühl, ich habe keine Alternative. Ich kann hier gar nichts sagen. Der wurde mir im Bekanntenkreis vermittelt. Das, also auch noch schlechtes Gewissen dann quasi. War so ein bisschen auch über eine familiäre Beziehung habe ich eben diesen Praktikumsplatz bekommen und habe mich dann nicht getraut, etwas zu sagen. Und das ist ja eben genau das Problem, wenn man so ein Machtgefälle hat. Man hat einen älteren Chef, ein junges Mädchen. Man hat das Gefühl, ich bin jetzt auf den Job angewiesen. Und das ist eben die Situation, in der viele sich nicht trauen, den Mund aufzumachen. Das habe ich auch gerade gedacht, als wir den Einspieler von den Models gesehen haben, die dann eben sagten, wenn ich was sage, dann muss ich wahrscheinlich wieder zurück Burger braten. Ja. Und das ist eben genau das Problem. Herr Stevens, wir haben ja eben, wir sehen gleich noch einige Beispiele. Das ist auch wieder ein weiteres Beispiel. Also was geht noch als Flirt durch und was ist dann schon sexuelle Belästigung? Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Denn es ist ein Graubereich, den der Gesetzgeber nicht wirklich fassen kann. Man hat sich jetzt nach langer, langer Zeit dazu entschlossen, vor einigen Jahren jetzt einen Straftatbestand zu entwickeln, einen Straftatbestand der sexuellen Belästigung. Den gab es bis dato gar nicht. Andere Länder hatten ihn schon, also gerade zum Beispiel auch unsere Nachbarn in Österreich.
und hat dann jetzt festgeschrieben, wenn es zu körperlicher Belästigung kommt, ja, also zu sexuell gearteter körperlicher Belästigung, und Sie merken schon, es ist sehr vage gehalten, mhm, ja, dann kann man mit bis zu 2 Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden. Also es ist eine sehr hohe Freiheitsstrafe im Vergleich zu anderen Ländern. Also da hat man schon sehr auf die Abschreckung hingepocht, das kann man schon sagen. Aber dieser ganze Tatbestand ist eigentlich falsch gefasst. Denn also wenn mit spitzen Fingern immer noch so, ne? Dass man sich da nicht richtig rantraut. Richtig, also wieder mit heißer Nadel gestrickt, wie so oft. Mhm. Und wurde auch im Zuge dieser ganzen Nein-heißt-Nein-Geschichte mit etabliert, dieser Paragraph, weil man dachte, ja, da könnte man jetzt endlich mal was Gutes tun. Nur überlässt man letzten Endes wieder Gerichten, Staatsanwälten, Anwälten die Auslegung solcher Normen. Mhm. Und was eben ganz wichtig ist, strafbar macht man sich nur, wenn es zu einem körperlichen Kontakt kommt. Das wollte ich gerade fragen. Also die reine verbale Belästigung ist wahrscheinlich gar nicht justiziabel. Das besprechen wir gleich, denn wir müssen gleich in die Werbung gehen. Wir machen gleich weiter. Das Experiment geht nämlich weiter. Was tun nämlich, wenn ein Kollege anzüglich wird? Wo ist die Grenze? Im zweiten Teil konfrontieren wir die Teilnehmer mit Sexismus am Arbeitsplatz. Und das gleich nach einer kurzen Pause. Wir sind zurück bei Zawakis und Ochtenhöfe live mit der Frage, was ist noch offensives Flirten und was ist schon sexuelle Belästigung? In unserem Experiment konfrontieren wir Männer und Frauen mit Situationen, die so tatsächlich passiert sind. Denn Männer und Frauen erleben sie sehr unterschiedlich. Was denken Sie über diese Situation? Stimmen Sie gerne ab, weiterhin in der App. Oh nein, bis die Handwerker da sind, dauert das ewig. Muss ich diesen Hausmeister holen? Das sieht doch gut aus, ne? Wenn es um Rohre geht, da kenne ich mich aus. Das ging ja schnell. Kein Problem, ist auch mein Job. Aber ein bisschen was verdient habe ich mir schon. Hm? Vielleicht ein kleines Küsschen? Und was denken die Männer nun über diese Situation? Ich würde mich so unangenehm und so belästigt und so widerlich fühlen und vor allen Dingen so auch voller Scham. Wie so ein Porno-Ding, so dieser Klempner und dann... Ich weiß auch gar nicht, aus welchem Jahrzehnt. Das klingt so total veraltet auch. Ich glaube, dass viele Männer auch ja gar nicht gelernt haben, mit Sexualität und Emotionen umzugehen. Und das, worüber man sich selber versucht hat zu bilden, gerade auch was Sex angeht, waren vielleicht auch so dieses schmierige Pornomilieu. In den Mainstream-Pornos wird eine sehr männliche Sichtweise von Sexualität dargestellt. Und die hat meistens nichts mit den individuellen Bedürfnissen der Sexualität von allen Menschen zu tun. Wir zeigen den Männern und Frauen Film 2. Es geht um Catcalling. Das kennt jede Frau, auch bei der Arbeit. Mensch, Sandra, was mit dem Friseur? Siehst ja noch besser aus als sonst. Und das geht schon fast nicht. Ach, das ist aber lieb. Dankeschön. Meinem Freund ist nicht aufgefallen, dass ich beim Friseur war. So ein bisschen Aufmerksamkeit von ihm wäre auch nicht schlecht. Tja. Hey, Sandra, ist ja super, dein Kleid. Und deine Figur darin ist einfach der Hammer. Ja. Danke. Sag mal, trägst du überhaupt darunter Unterwäsche? Ich kann überhaupt nichts erkennen. Ja, natürlich trage ich Unterwäsche. Ah, ist aber schade. Traurig, aber ich hatte noch nie in meinem Leben einen Job, wo mir so eine Situation nicht passiert sind. Noch nie. Ja, ich finde es halt total krass, dass sie direkt auf der Arbeit als so ein zu so einem sexuellen Objekt degradiert wird. Also das kenne ich auch, dass ich, wenn ich solche Erfahrungen gemacht habe, ich mir dann wirklich überlege, okay, habe ich die Kraft dafür, mich mit diesem Zeug auseinanderzusetzen, oder ziehe ich jetzt einfach irgendwas an, was vielleicht nicht so sexy ist? Ich finde es auch total tragisch, dass dann so jedes Kompliment, das man noch bekommt, irgendwie so halb entwertet wird. Ich würde das klar als Übergriff benennen. Also wenn es bagatellisiert wird, dann meistens von Menschen, die selbst nicht betroffen sind von sexueller Belästigung. Und da kann man den Hintergrund so formulieren, dass sie ihre eigene privilegierte Stellung sichern wollen. Sag mal, trägst du überhaupt darunter Unterwäsche? Ich kann überhaupt nichts erkennen. Ein provozierender Spruch zur Kollegin. Was sagen die Männer dazu? Das ist natürlich ein No-Go. Ich würde eigentlich in keiner Situation jemanden fragen, ob jemand Unterwäsche trägt. Das ist schon so, vor allen Dingen in so einem Arbeitsrahmen, professionellen Rahmen, wäre ich immer vorsichtig mit sowas, vor allen Dingen auch, wie man es formuliert.
Mensch, Sandra, siehst du heute wieder hübsch aus. Dein Freund ist ja wirklich zu beneiden. Ich würde ja gerne mal mit ihm tauschen, aber natürlich nur für eine Nacht. Herein. Frau Müller, kann ich mit Ihnen reden? Mhm. Jedes Mal, wenn ich im Lager an Holger vorbeigehe, bekomme ich einen Spruch. Mal sind es meine Haare, mal mein Outfit, mein Freund, meine Unterwäsche. Das geht eindeutig zu weit. Na, das ist doch wirklich nicht so schlimm. Sie kennen den Holger doch, der ist einfach so. Boah, das macht mich so wütend. Es kocht richtig, wirklich. Ich habe auch Freunde, die ab und zu Sprüche loslassen, die irgendwie einfach auch unter der Gürtellinie sind. Aber ja, das sieht man drüber hinweg, weil sie echt irgendwie einfach so sind. Aber jetzt so allgemeinere, vielleicht auch sexistische Sprüche, da lache ich zum Teil manchmal sogar auch drüber. Ja, ich kann da leider nicht drüber lachen, weil ich es halt nicht als persönlichen lustigen Charakterzug sehe, wenn das von einem Mann kommt, sondern das ist halt einfach Ausdruck eines strukturellen Problems. Und das ist auf gar keinen Fall eine Entschuldigung dafür, solches Verhalten hinzunehmen. Wenn keine klare Grenze gezeigt wird, dann kann es auch sein, dass dem Spruch, der da gefolgt ist, dann noch was anderes folgt und noch was anderes und dass man dann in so einer Gewaltspirale ist. Auch die Männer haben hier eine klare Meinung. Von einer Chefin erwarten sie eine andere Reaktion. Ist auch verrückt, weil sie haben ja gesagt, so, weißt du, der Holger, der ist halt so. Und das impliziert ja, dass es halt weniger schlimm ist, dadurch, dass er das öfter macht. Und das ist ja, also ist ja bekloppt. Also das, wenn man die Situation auf den Kopf dreht, wäre das ja, wenn das zum ersten Mal passiert wäre und sie wäre hingegangen, dann müsste sie ja eigentlich sagen, was? So, Holger ist nie so, ist schrecklich, es geht gar nicht. Im letzten Film geht's ums Flirten. Was darf man voneinander erwarten, wenn man sich das erste Mal datet? Na cool, dass das geklappt hat und wir uns jetzt auch mal persönlich kennenlernen. Voll Zeit. Ja. Wollen wir vielleicht eine Runde spazieren? Voll gerne. Cool. Ist schon ganz schön frisch, oder? Du, wenn dir kalt ist, wir können auch zu mir gehen. Ich wohne hier gleich um die Ecke. Naja, so auf einen Wein. Ja, okay, auf einen. Gemütlich. Ja. Oh. Wenn dir die Couch zu unbequem ist, können auch rüber ins Schlafzimmer gehen. Ah, nee, passt eigentlich. Aber ich warte noch auf das Weinglas, was mir versprochen wurde. Ach so, ja. Ja, und ich denke, das war aber auch eine Ansage, die ziemlich deutlich gemacht hat, worauf er hinaus möchte. Ja. Wo ich an der Stelle dann sehr klar, sehr schnell gesagt hätte, nein. Ich wäre wahrscheinlich auch zu höflich und würde erst mal denken, ach, jetzt mach doch noch das Beste aus dem Abend, muss ja nicht gleich jetzt eine Diskussion anfangen und noch rüber ins Schlafzimmer gehen. Was sagen die Männer zu diesem Vorschlag? Sie lächelt es so ein bisschen weg und sie wirkt ein bisschen verunsichert durch diese Annäherung. Sie versucht ihm, glaube ich, so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Erinnert mich so an Pickup-Artist. Cheers. Was? Was wird das? Jetzt komm schon. Nein. Nein, das geht mir zu schnell. Echt nicht. Was ist an Nein nicht zu verstehen? Ja, klassische Situation. Habe ich selber auch genauso schon mal mitgemacht. Und ich glaube, dass das vielen Frauen so geht. Schon beim ersten Mal, wenn jemand deine Hand wegnimmt, das ist so ein eindeutiges Zeichen von, hey, ich möchte das gerade nicht. Aber ich glaube, die meisten Männer haben noch nicht verstanden, dass sie wahrscheinlich persönlich Teil des Problems sind und gucken müssen, hey, ist das okay, dass ich da meine Hand zum dritten Mal hinpacke? Was ist an Nein nicht zu verstehen? Wie werten die Männer das Nein der Frau? Das ist halt straight up sexuelle Belästigung. Aber wenn eine Person sagt Nein, dann ist es ein Nein. Man sagt Nein, mir passt das nicht. Punkt. Das ist, glaube ich, häufig das Problem, dass einfach Leuten nicht klar ist, was die Idee hinter dem Abend ist und dass nicht drüber gesprochen wird. Man kann ja auch einfach fragen, so, darf ich dich am Bein streicheln? Drei reale Beispiele haben die Frauen und Männer getrennt gesehen. Sexualwissenschaftlerin Viola Butzlaff geht in die Auswertung. Sexuelle Belästigung ist ein Thema für jede Frau aus unserem Panel. Meist geht es um Grenzüberschreitung. Warum ist es schwer, diese Grenze so klar zu setzen? Was sind die Befürchtungen, die daran geknüpft sind? Ich glaube, das hängt tatsächlich mit meiner Sozialisation zusammen, dass ich mich so abhängig von männlichen Personen fühle, dass ich einfach gelernt habe, dass es für mich negative Konsequenzen hat, wenn ich Nein sage. Männer tragen keine Konsequenzen. Das war in der Hausmeister-Sequenz auch. Was macht das mit euch?
Das macht mich wütend und das ist auch irgendwie beängstigend, dass ich weiß, hey, ich bin mit einem Mann alleine in der Wohnung oder so und der könnte jetzt alles machen, weil er genau weiß, es wird keine Konsequenzen geben, sowohl von staatlicher Seite als auch gesellschaftlich. Viola Butzlaff hat für dieses Verhalten kein Verständnis. Wenn es nach ihr geht, muss das Strafrecht reformiert werden. Der Täter müsste seine Unschuld nachweisen. Ich wünsche mir für das Strafrecht, dass die Unschuldsvermutung der Täter in diesem Fall ausgehebelt wird, dass quasi den Betroffenen von sexualisierter Gewalt erstmal geglaubt wird. Eine Forderung, die wahrscheinlich schwer umzusetzen ist. Deswegen nimmt Viola Butzlaff am Ende der Diskussion gerade die Männer in die Verantwortung. Was können Männer tun? Ich glaube, auch ein großer Punkt ist auch in reinen Männergruppen, dass halt auch da nicht toleriert wird, wenn halt abwertend Sprüche gemacht werden, wenn halt schlecht über Frauen geredet wird. So ist es nicht okay, nur weil keine Frau dabei ist, sondern auch da kann man sagen, das war nicht lustig. So. Das Fazit der Gesprächsrunde? Die Betroffenen müssen Hilfe suchen. Beim Chef, beim Betriebsrat oder in den Antidiskriminierungsstellen. Am wirkungsvollsten, so die Expertin, helft euch gegenseitig. Ich kann mich solidarisch zeigen, gerade wenn ich nicht betroffen bin. Weil es ist so viel einfacher, diesen Kampf zu kämpfen, wenn man nicht selbst betroffen ist, wenn man emotional gar nicht so doll verwickelt ist. Für die Frauen war der Abend und die Diskussion ermutigend. Für die Männer aufschlussreich. Also die Szenen, die ich gesehen habe, haben auf jeden Fall viele unterschiedliche Gefühle in mir ausgelöst, wo ich auch gar nicht so richtig drauf vorbereitet war. Ja, es war auf jeden Fall sehr unangenehm, das zu sehen, das Fehlverhalten von anderen. Auch wenn ich selber Schwierigkeiten habe, Signale zu erkennen, wie weit kann ich gehen. Das Gespräch alleine fand ich sehr gut und ich fand es unglaublich wichtig, dass es passiert überhaupt. Also das war